Servus, hier ist wieder euer Storni und willkommen zu einem neuen Champion Spotlight zu Silver Centurion. Ich habe das Spotlight ja bereits bei einem Öffnungsvideo angekündigt und finde, dieser Champion ist absolut underrated. Und Achtung, dieses Video ist mit einem 5-Stern-Rang 3 gemacht, also kein Rang 6-Stern-Rang 2 oder 5-Stern-Rang 5. Das seht ihr auch an den Schaden wieder, dass der einfach nicht so massiv ist. Dann würde ich aber sagen, wir quatschen nicht mehr lange, wir springen gleich ins Video. Viel Spaß beim Spotlight. Silver Centurion startet jeden Kampf mit einem unbegrenzten Aufrüstungsbuff. Solange dieser Buff aktiv ist, ist er immun gegen Schock und jegliche Blutrauscheffekte. Das seht ihr hier im Kampf gegen Doom oder auch hier im Kampf gegen Nick Fury. Er ist vollständig immun, solange dieser Buff aktiv ist. Silver Centurion kann außerdem keine kritischen Treffer landen und ähnlich wie bei Guillotine 2099 wird stattdessen ein Schock-Debuff oder, wenn er dupliziert ist, ein passiver Schock-Effekt den Gegner angebracht, wenn er eine kritische Attacke landen würde. Bei Silver Centurion dreht sich einiges um die Zielerfassung. Die Zielerfassung, was ist das? Wir sehen hier oben links den grauen Timer mit den 12 Sekunden. Solange ich mich in der Schlagdistanz beim Gegner befinde, läuft dieser auf 0 ab und sobald dieser 0 erreicht, kann die Zielerfassung aktiviert werden. Wir sehen das hier mit dem gelben Symbol. Solange dieser Timer noch nicht abgelaufen ist und wir uns außerhalb der Schlagdistanz befinden, wird der Timer wieder zurückgesetzt pro Sekunde. Und somit können wir keine Zielerfassung starten. Sobald das gelbe Symbol oben aktiv ist und der Timer abgelaufen ist, können wir durch das Treffen einer Superkraft die Zielerfassung aktivieren. Die Zielerfassung läuft 2 Sekunden und wird pausiert, solange wir in Schlagdistanz des Gegners sind. Für jeden vollen Superkraftbalken hält die Zielerfassung um 1 Sekunde länger. Sobald die Zielerfassung vorbei ist, wird der Timer wieder zurückgesetzt und wir müssen wieder 12 Sekunden aufbauen, bis wir die Zielerfassung erneut aktivieren können. Die Basisangriffe von Silver Centurion haben verschiedene Wirkungen. Zum Beispiel, wenn die Zielerfassung nicht aktiv ist, dann kann der letzte vierte Treffer, vierte leichte Treffer von Silver Centurion einen Einäschern-Debuff bzw. Effekt, wenn er dupliziert ist, aktivieren. Und sollte ein Schock-Debuff oder Effekt aktiv sein, werden diese zu Plasma verschmolzen. Während die Zielerfassung aktiv ist, werden diese Plasma-Debuffs oder Effekte angehalten und erst nach dem Ablauf der Zielerfassung, wie ihr hier sehen könnt, laufen diese Plasma-Debuffs oder Effekte auch wieder ab. Wenn die Zielerfassung aktiv ist und wir mit einem mittleren Angriff unsere Combo abschließen, wird für jeden Plasma-Effekt oder Debuff ein Energieausbruch dem Gegner zugefügt. Durch das Landen eines schweren Treffers, egal ob die Zielerfassung aktiv ist oder nicht, wird ein nicht stapelbarer verlangsamender Debuff den Gegner auferlegt, der sämtliche unaufhaltsam oder Ausweicheffekte umgeht. Kommen wir nun auch schon zu den Superkräften. Wir beginnen natürlich mit der Superkraft 1. Die Superkraft 1 erzeugt einen Heal-Block, der 10 Sekunden lang hält beim Gegner. Sollte bereits eine Regeneration aktiv sein, so wird diese in eine passive Heilblockade umgewandelt, die 15 Sekunden lang anhält. Und zudem sollte die Zielerfassung aktiv sein, wird die Zielerfassung erneuert. Mit der Superkraft 2 sollte die Zielerfassung aktiv sein, bekommt der Gegner, wenn er nicht mehr als 5 Plasma-Debuffs hat, einen 3 zusätzliche Plasma-Debuffs. Sollten
Über 5 Plasma-Debuffs aktiv sein, wird ein Energieschaden freigesetzt. Wenn die Zielerfassung nicht aktiv ist, bekommt der Gegner lediglich einen Plasma-Debuff. Nach der Superkraft 3 aktiviert sich sofort die Zielerfassung und es wird dem Gegner ein 28-sekündiger Verlangsamen-Debuff auferlegt, der die Folgen von Unaufhaltsamkeit oder Ausweichen unterdrückt. Zudem erhält der Gegner noch einen Schwächeanfall-Debuff, der einen Kraftbalken entfernt über die Zeit, wie er läuft, und für jeden Plasma-Debuff oder Plasma-Stapel wird dieser um 25% erhöht. Die duplizierte Fähigkeit ist meiner Meinung nach sehr nützlich, aber kein Must-Have. Die besagt, die persönlichen Schock- und Plasma-Debuffs von Silver Centurion werden zu passiven Debuffs und ihre Dauer wird um 8,99% erhöht bei einem Sig-Level von 20. Während man das Ziel erfasst hat, wird die Abwehreffizienz um 499 erhöht. Das ist hauptsächlich für die Defense, aber das mit diesen passiven Debuffs und dass die Dauer verlängert wird, ist sehr nützlich. Es können die Debuffs nicht mehr abgeschüttelt werden, da es sich um Effekte handelt und die Dauer erhöht einfach den Schaden. Kommen wir auch schon zu den Synergien. Hier geht's los mit der Synergie zwischen Squirrel Girl und Mole Man. Wenn der Gegner weniger als 5 Plasma-Stapel hat, fügt die zweite Superkraft einen zusätzlichen Plasma hinzu und erlange 20% Angriffswertung bei der SK1. Mit diesen Damen hier, die ihr seht, erhält Silver Centurion eine erhöhte kritische Trefferwertung. Mit den Iron Mans, Captain America, sorry. Jedes Mal, wenn der Gegner ein Lähmungseffekt immun ist, erlangen die Captain Americas für eine Sekunde eine Unaufhaltsamkeitsbuffs. Dann haben wir die Thors. Hier werden auch die Thors bevorzugt. Mit dem Landen eines Superkraftangriffs verursacht einen Schock-Debuff, der über 8 Sekunden 40% des Angriffs verursacht. Jane Foster persönliche Schockeffekte halten 25% länger an. Und Thor Ragnarök schwere Angriffe fügen einen Schock-Debuff zu und verursachen über 8 Sekunden Schaden. Die Ironmans, hier haben wir den Silver Centurion, während man von Zielerfassung betroffen ist, fügt die erste Superkraft Energieverwundbarkeit zu, was die Energieresistenz verringert. Jeder Molekularrüstungseffekt erhöht die Potenz von Rüstungsbrüchen. Bei Iron Man Infinity War Superior Iron Man erhält bei einem Aufrüstungsbuff einen Wutausbruchsbuff und der Iron Man Superkräfte verursachen einen passiven Plasmaeffekt, der auch Schaden zufügt. Kommen wir auch schon zum Gameplay, zum letzten Punkt dieses Spotlights. Wir haben hier wieder den Deadpool von Akt. 6.4.1. Ihr kennt es. Ich verwende hier jetzt hauptsächlich zu Beginn, bis die Zielerfassung aktiviert ist, beende ich meine Combo immer mit einem leichten Angriff, damit ich die Plasma-Debuffs oder Effekte in die Höhe treibe. Da Deadpool immer unter einer Regeneration steht, haben wir auch immer eine passive Heilblockade aktiv. Und jetzt, solange die Zielerfassung aktiv ist, werde ich immer mit einer mittleren Attacke die Combo beenden. Und ihr seht es schon, das ist ein 5-Stern-Rang 3 Champion. Der macht schon wirklich guten Schaden und die Zielerfassung läuft auch nicht so schnell ab, wie man denkt. Jetzt ist die Zielerfassung wieder vorbei. Meine Plasma-Effekte laufen ab, aber ich nutze hier wieder immer eine leichte Attacke, um das Ganze wieder zu refreshen bzw. wieder einen neuen Plasma-Buff aufzuerlegen. Hier war ich jetzt ein bisschen zu spät dran für die Aktivierung der Zielerfassung bei der SK1, aber jetzt ist die Zielerfassung wieder aktiv. Ich habe leider nur einen Plasma-Debuff auf den Gegner, aber das macht nichts, der ist so lange pausiert und ich mache trotzdem meinen Schaden.
Ich versuche jetzt hier auch die Heilung immer zu umgehen und meine Zielerfassung aufrechtzuerhalten, wobei es vermutlich klüger gewesen wäre, die Zielerfassung ablaufen zu lassen und neue Plasma-Effekte beim Gegner anzubringen. Mit der SK2 erneuere ich mein Plasma und füge zusätzlich noch drei Plasma-Effekte hinzu. Und ihr seht es schon, ich mache schon guten Schaden. Klar, das sind jetzt über 136 Hits, aber wie gesagt, das ist ein 5-Stern-Rang 3 Champion. So, meine Zielerfassung ist immer noch aufrecht. Die Regeneration hat jetzt angefangen. Ich habe keine SK1 bereit, um einen Healblock zu landen. Und jetzt mit 7 Debuffs, Plasma-Debuffs, macht es schon ziemlich Laune. Ich refreshe hier meine Zielerfassung auch mit der SK1 und der Healblock tut sein Übriges. Und der Kampf ist jetzt auch schon fast vorbei mit 181 Hits. Das ist wirklich in Ordnung und das war auch kein perfektes Gameplay von mir. Muss ich auch zugeben, bin da noch relativ unerfahren. Aber ich werde mich weiter mit diesem Champion auseinandersetzen. Der macht wirklich richtig Spaß und probiert es selbst mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Servus!